Morgen, Herr Schlönske. Peter, du siehst hier wieder fantastisch aus. Doris, ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich muss nachher noch in die Sagenhaft. Du, wir müssen ja nur noch den Sketch proben. Das geht ruckzuck. Peter, du siehst ja hervorragend aus. Wer ist denn heute mein Sketchpartner? Ja, also, wir haben... Jetzt sag bloß nicht Karl Döppe, du, da gehe ich gleich wieder nach Hause. Nein, nein, es ist Hardy Loppmann. Hardy Loppmann, na klasse. Der kleine Dicke mit den Kulleraugen, da kann ich mich nicht konzentrieren. Hoffentlich kann der Idiot wenigstens seinen Text auswendig. Ich habe heute nämlich nicht so viel Zeit. Ja, komm, Mädel, mach hinne! Peter, das sieht ja fantastisch aus. Ja, Kinders, ich habe nicht so viel Zeit. Komm, lass uns den Käse mal ganz schnell durchkurbeln hier. Alles auf Anfang, bitte. Position und Band ab. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Hey! Kennt kein Pardon. Aus, aus! Aus, 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 um Gottes Willen, Peter, hast du dir wehgetan? Halb so wild, so was Unprofessionelles. Den Käse haben wir jetzt geprobt, wir machen den Sketch. Wo ist denn Herr Loppmann? Herr Schlönske, Sie sehen ja fantastisch aus. Herr Loppmann, schön, dass wir beide mal zusammenarbeiten. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Als ich den Anruf bekam, ich konnte es erst gar nicht glauben. Pass auf, du sitzt in diesem Sketch am Schreibtisch, Herr Loppmann kommt rein und der Dialog beginnt. Ja, kann man mal einen Text haben von dem Sketch? Den hatten wir aber geschickt. Ja, bestimmt nicht an mich. So, Peter, können wir. Herr Loppmann auf Position. Jawohl, ich eile. Und Herr Loppmann, bitte. Hallo, 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 Herr Pölzmann, grüßen Sie sich. Herr Loppmann, kommen Sie rein. Auf! Peter, du bist großartig, aber sag bitte nicht Herr Loppmann zu Herrn Loppmann. Herr Loppmann heißt Giesbert in diesem Sketch. Das hätte ich dir natürlich sagen müssen, ich weiß. Ja, darf ich das vielleicht mal vor der Probe erfahren? Das steht aber im Text. Wo? Hier steht's, Giesbert. Die Seiten kann man ja auch gar nicht richtig umblättern. Die sind doch viel zu stramm aneinander geheftet. Bei der nächsten Probe bekommen wir ein locker geheftetes Buch, verstanden? Peter, du warst großartig. Bitte. Hallo, hallo, hallo. Grüßen Sie sich, Herr Pölzmann. Giesbert, komm rein. Herr Pölzmann, ich muss Ihnen was erzählen. Sie kennen doch meine Frau, die Yvonne. Ja, ja, die kenne ich. Ich traf sie neulich im Fitnesscenter. Stopp, nein. Es ist einfach nicht komisch so. Ich weiß auch, woran es liegt. Guckt euch bitte mal Herrn Loppmann an. Herr Loppmann ist nicht komisch. Da müssen wir optisch nachhelfen. Anders. Herr Loppmann hat bei seinem Auftritt Lockenwickler auf. Versteht ihr, das ist komisch. Da lache ich mich jetzt schon schief. Peter, großartig. Ich bewundere dein Gespür für Komik. Dass wir da nicht selber drauf gekommen sind. Zu blöd. Alles klar. Herr Loppmann, bitte. Hallo, 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 Herr Loppmann, etwas zügiger. Giesbert, komm rein. Ach, Herr Pölzmann, ich muss Ihnen was erzählen. Sie kennen doch meine Frau, die Yvonne. Ja, ja, die kenne ich. Ich traf sie neulich im Fitnesscenter. Stopp, nee. So wird's nicht komisch. Also, wenn Herr Loppmann Lockenwickler aufhat, dann muss er konsequenterweise auch Rouge und Lippenstift haben. Maske für Herrn Loppmann. Sonst ist es nicht komisch, sonst ist es nur platt. Peter, du hast vollkommen recht. Von Anfang bitte. Hallo, hallo, hallo! Stopp, nein, Herr Loppmann. Können Sie das ein bisschen weniger tuntig spielen? Hallo, hallo, hallo! Sie spielen einen verheirateten Mann und keine Fummelträne. Ich dachte nur wegen der Locken. Sie dachten! Mann, Herr Loppmann, reißt Sie sich gefälligst zusammen! Ich glaube, wir müssen wegen Herrn Loppmann ganz umdenken. Anders. Herr Loppmann kommt nicht durch die Tür. Er ist bereits im Zimmer und er hockt auf dem Kleiderschrank. Peter. Herr Loppmann springt vom Kleiderschrank in die Szene und ruft während des Fluges Hallo, hallo, hallo. Sonst ist es nicht komisch, sonst ist es nur platt. Eine Leiter für Herrn Loppmann. Ich glaube, das wird sehr komisch. Peter, und was ist mit dem Dudelsack, der später noch vorkommen soll? Den kann er doch gleich in der Hand haben. Herr Loppmann springt mit Dudelsack und Lockenwickler in die Szene. Was spricht er dagegen? Herr Loppmann, Sie müssen circa 2,50 Meter vor dem Schrank aufkommen. Sonst haben wir Sie nicht mehr im Bild. Ich meine, auch Herr Loppmann müsste unbedingt während des Fluges in die Kamera 3 gucken. Sonst sehe ich Lippenstift und Rouge nicht, dann ist es nicht witzig, dann ist es verpufft. Wo muss ich denn jetzt hinspringen? So, Herr Loppmann. Alles von Anfang, bitte.